Deutschland schafft sich ab. Thilo Sarrazin hat mit seinem Buch für ordentlich Zündstoff gesorgt. Der umstrittene Querdenker hat sich jetzt auch in Pforzheim zu seinen Thesen geäußert. Sein beißender Humor sorgte bei dem Publikum einerseits für Gelächter und andererseits für großen Unmut. Hier noch einmal die Höhepunkte eines diskussionsreichen Abends. Los ging es mit einem Rechenbeispiel, das in den Augen von Thilo Sarrazin ganz einfach ist. Sie nehmen 100%, nehmen mal mit also 0,65, dann ist die nächste Generation 65% der ersten, dann drücken Sie nochmal auf die Taste, dann liegt sie bei 48%, drücken dann nochmal auf die Taste, liegt sie bei also 27% und flugs haben Sie Deutschland weggezaubert. Problem, wir hatten 1,5 Millionen italienische Gastarbeiter, jetzt leben noch in Deutschland 550.000 Menschen mit italienischem Migrationshintergrund. Die betreiben also Pizzerien und andere, ein paar mögen auch bei der Mafia sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber das geht unter in der allgemeinen Kriminalität und meistens schießen sie sich auch nur gegenseitig tot. Aber von daher selten die autochthone Bevölkerung und darum kratzt uns das auch nicht so. Heute war im FAZ-Feuilleton das Interview mit einem jüdischen Autor, der bei uns im Wedding aufgewachsen ist, der so aussah als jüdischer Schüler, wie die Araber oder also Palästinenser auch aussehen, deshalb zunächst gar nicht auffiel, bis es unter seinen also Mitschülern bekannt war, dass er Jude war. Seitdem hatte er an der Schule, das erzählt er heute in der FAZ im Berliner Wedding, keine ruhige Minute mehr, denn der Antisemitismus unter den Türken und Arabern ist extrem ausgeprägt. Und er ging dort eigentlich dann, als das bekannt war, letztlich unter Gefahr für seine Gesundheit weiter zur Schule. Wir haben hier also eine ganze Menge aufzuarbeiten und wir stellen fest, dass die Toleranz, die wir gegenüber dieser Minderheiten bisher aufgebracht haben, dort von dieser Minderheit nicht aufgebracht wird, wo sie selbst die Mehrheit geworden ist. Und da sie in oder von Teilen, ich sage immer, das gilt nicht für alle. Ich habe ja ausführlich über also statistische Phänomene gesprochen. Und hier müssen wir ein anderes der gesellschaftliches Klima schaffen. Zur Schaffung dieses anderen Klimas und zur Beförderung der Integration gehört auch, dass wir überlegen müssen, ob wir nicht alle staatlichen Leistungen mindestens an den Erwerb von also Sprachkompetenz knüpfen. Wieso sollen denn Kinder von Migranten Kindergeld bekommen, wenn die Mütter kein Deutsch lernen? Das sehe ich irgendwo nicht ein. Sie nehmen Fakten aus irgendwelchen kleinen Milieus, projizieren sie in eine ganze Migrationsgesellschaft. Darf ich meine Frage stellen? Nee, ich habe es nicht verstanden, akustisch. Ja. Wo nehme ich meine Fakten her? Sie nehmen Fakten, die für bestimmte Milieus in diesen Migrantengruppen richtig sind. Da will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Diese projizieren Sie in die ganze Migrantengesellschaft und dann hetzen Sie auch noch, indem Sie unter den Migranten, Sie sind die besseren Migranten und Sie sind die schlechten Migranten. Wie wollen Sie das verantworten? Nein. Meine zweite Frage. Das mache ich nicht. Ich will das richtig Nein, zuhören. Ich möchte das wissen. Ich möchte wissen, wie Herr Sarrazin mir das erklärt. Ich als deutsche Muslimin in dritter Generation, das, was Sie beschreiben, das kann ich wirklich nicht, also das kann ich in keinster Weise irgendwo in meinem Lebenslauf sehen. Nichts. Das von dem, was Sie sagen. Ich widerspreche nicht. Bitte, ja? Ich glaube, wir sollten ausreden lassen. Das haben wir vorher vereinbart, die Fairness, bitte. Ja, finde ich auch so. Also, bitteschön. Ja. Also das war meine Frage. Wie wollen Sie das verantworten? Ja gut, ich bin der Meinung, dass die Wahrheit noch nie geschadet hat.
Und die Zahlen, ich habe ausdrücklich gesagt, dass also statistische Wahrheiten sich nicht auf den Einzelnen beziehen. Wenn sie gut integriert sind, so ist das gut. Es geht aber um die also statistische Aussage, wie muslimische Migranten im Durchschnitt integriert sind und weshalb sie durchschnittlich schlechter integriert sind als andere Migrantengruppen. Da wird keiner gegeneinander ausgespielt, sondern die also Schulleistungen der Vietnamesen sind so, wie sie sind, und die Schulleistungen also türkischer Migranten sind auch so, wie sie sind. Wenn Sie für diese Fakten bessere Erklärungen haben als ich, dann nennen Sie sie. Aber den Umstand, dass ich das, was ist, einfach anspreche und mit meinen Mitteln analysiere, können Sie nicht als unmoralisch abtun, und das ist schon gar keine Hetze, sondern bitte tragen Sie andere Fakten bei, die das Bild ergänzen. Und sorgen Sie beispielsweise dafür, dass ich weiß nicht, was sind Sie von Herkunft, türkische oder, ist egal. Also wenn Sie jetzt der türkischer Herkunft wären, sollten Sie in Ihrer Erfolgsgruppe dafür werben, dass man also kein türkisches Fernsehen mehr sieht. Bitte. Also ich bitte das Publikum herzlich, jeden, der fragt, auch mit Respekt zu behandeln. Ja, danke. Bitte. Herr Dr. Sarrazin, Sie haben vorhin, als Sie gefragt wurden nach der politischen Parteigründung, haben Sie gesagt, das wäre eine Rechtspartei. Jetzt habe ich die Frage, womit verbinden Sie das Wort Rechtspartei? Mit dem Wort Recht? Oder ziehen Sie es, wie unsere gewählten Vertreter, auch in den Nazisumpf? Nein, wissen Sie, ich persönlich sage, wo es eine, ich sag mal, Linkspartei gibt, muss es auch eine Rechtspartei geben dürfen, weil wir haben ein Spektrum. So. Nur auf Recht oder auf Nazi? Das ist gar nicht auf Nazi, sondern ganz einfach. Wir unterliegen also der Pavlovschen Reflexen. In dem Augenblick, in dem man jemanden in die rechte Ecke schieben kann, ist sein Anliegen tot. Was meinen Sie, weshalb mich viele SPD-Parteigenossen, keineswegs alle, und ich glaube nicht einmal die Mehrheit, ausschließen wollen, weil sie dann sagen können, das ist so ein Rechter, mit dem müssen wir uns nicht auseinandersetzen. Und den Gefallen werde ich Ihnen natürlich nicht tun. Das ist die Probleme, die ich anspreche, sind Probleme der Mitte der Gesellschaft und müssen dort diskutiert werden. Herzlichen Dank, Herr Sarrazin. Okay.